herzlich willkommen bei uns hier im Wohnzimmer auf dem roten Sofa. Wir begrüßen Sie. Es geht jetzt um Fernsehempfang. Und zwar um den besten Fernsehempfang. Richtig. Mit SAT. Genau, Satellitenschüsseln werden unser Thema sein. Grundsätzlich das Thema Satellitenempfang. Denn der Satellit ist mal abgesehen von den Grundanschaffungskosten für die Geräte schlichtweg kostenlos im Vergleich zum Kabel, wo man monatlich einen kleinen Obolus bezahlen muss. Nicht jeder ist gut ausgestattet, um perfekte digitale Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Und genau deswegen haben wir diese Sendung für Sie vorbereitet. Beginnen werden wir mit Flachantennen, sprich also mit Satellitenschüsseln. Und wenn man diese Größe hier mal so sieht, auch mal im direkten Verhältnis, mal zu den klassischen Satellitenschüsseln, die man vor 4, 5 Jahren noch gekauft hat, sieht man, dass so eine Schüssel nicht unbedingt diese Größe haben muss, von der man früher immer gesprochen hat. Einmal ein Meter mit einem riesen LNB vorne dran. Das geht auch wesentlich kompakter. Ich sehe hier gar kein LNB. Ist der damit verbaut? Der ist hier, mit in die Satellitenschüssel mit integriert. Also diese schweren Trümmer, die du noch vor, ich sag mal, vor 5 oder 6 Jahren kaufen konntest, sind damit schlicht und ergreifend altes Eisen. Das ist die neue, die moderne Variante. Klein, kompakt, leicht. Und vor allen Dingen ist das jetzt hier ein ganz besonderes Modell. Denn hier hast du oder grundsätzlich mit den Schüsseln hast du mitunter das Problem, dass gerade bei den Mietswohnungen die Vermieter eine neue Schüssel gerade in einem Mehrparteienhaus gar nicht so toll finden. Da hat jede Partei eine eigene Schüssel da irgendwo auf dem Balkon stehen. Finde ich optisch auch nicht sehr ansprechend. Diese Variante, liebe Zuschauer, die können Sie tarnen. Die können Sie bekleben, die können Sie entsprechend natürlich auch anstreichen in der Farbe der Fassade Ihres Hauses, sodass die nahezu unsichtbar wird. Schau dir das mal an, die fällt doch gar nicht mehr wirklich auf. Und das ist jetzt eine mit einem Single-LNB, also für einen Receiver, den ich da anschließen kann. Richtig, ganz genau. Damit empfängst du also digitale Fernseh- und Radioprogramme für einen Receiver, sprich für einen Fernsehapparat. Wenn Sie mehrere Fernsehapparate haben, die Sie gerne mit unterschiedlichen Programmen bestücken möchten zu Hause, liebe Zuschauer, werden wir Ihnen gleich auch noch die Variante für 2 und auch für 4 verschiedene Fernsehgeräte anbieten. Wir können uns das mal anschauen. Das ist der sogenannte LNB-Anschluss. Das heißt, hier kommt ganz einfach das Kabel dran und dann kann man einen Satellitenreceiver bzw. einen Fernseher mit hervorragenden Satellitenfernsehen bestücken. Mit der Bestellnummer PX1383 und der 569 können Sie die jetzt bestellen, unsere Satellitenflachantenne mit einem Single-LNB-Anschluss, also für einen Receiver. 113,91 Euro ist da der Preis. Aber wenn ich jetzt mehrere Receiver bzw. Fernseher anschließen muss, da hast du uns auch die Lösung mitgebracht. Richtig, das nennt sich dann Twin-LNB. Das bedeutet, hier können Sie 2 verschiedene Satellitenreceiver, sprich 2 verschiedene Fernseher mit Satellitenprogrammen bestücken, mit unterschiedlichen Programmen. Ist dann natürlich ganz interessant, wenn du zum Beispiel einen Fernseher im Wohnzimmer hast, in der Regel einen Flachbildschirm heutzutage, und dann vielleicht noch ein zweites Gerät im Kinderzimmer oder vielleicht im Arbeitszimmer oder im Schlafzimmer, wie das viele haben, dann brauchst du hier nur eine Schüssel, hast aber 2 verschiedene Empfangsmöglichkeiten, sodass von mir aus die Herren der Schöpfung im Wohnzimmer auf dem Flachbildschirm Fußball gucken können und die Damen Traumschiff im Schlafzimmer zum Beispiel. Nur eine Idee. Das Schöne ist, dass wir das komplette Montagematerial zur Befestigung beispielsweise an der Hauswand oder am Balkongeländer natürlich gleich mitliefern. Mhm. Und auch hier haben wir natürlich eine Variante, die man hervorragend bekleben kann. Das heißt, man kann sie tarnen. Deswegen sagen wir ganz gerne Chamäleon dazu. Und dann kann auch meines Erachtens der Vermieter eigentlich nichts mehr dagegen haben, wenn man zu Hause ganz gerne mal Satellitenfernsehen integrieren möchte. Viele kaufen ja auch für den mobilen Einsatz, also Campingwagen zum Beispiel, wenn man da unterwegs ist, um das irgendwie dann auf dem beim LKW auch zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, um das beim Wohnwagen dann zu installieren oder dann auch im LKW für unterwegs mit diesen vielen Montagemöglichkeiten, die man da hat. Hier sehen wir es hinten, ist das natürlich perfekt dafür geeignet. Ja, vor allen Dingen ist die schön klein und kompakt und wiegt nicht wirklich viel, sodass du die hervorragend auch mal mitnehmen kannst. Im Caravan, im Campingbereich, im LKW-Bereich natürlich. Die ist ruckizucki neu ausgerichtet. Da werden wir Ihnen natürlich auch noch Satellitenfinder und dergleichen vorstellen im Laufe dieser Sendung, liebe Zuschauer, sodass Sie hier jedes Mal ein perfektes Programm genießen können. Digitale Fernsehprogramme und natürlich auch die passenden Radioprogramme. Hier mit bis zu 2 verschiedenen Fernsehapparaten. Die können Sie bestellen mit der Bestellnummer PX1384 und der 569. Ihr TV-Sonderpreis hier 142,41 Euro. Mhm. Greifen Sie da gerne zu. Wenn ich jetzt aber noch mal mehr haben möchte, vielleicht habe ich eine größere Wohnung. Ja. Ich habe dann vielleicht den Wohnzimmerfernseher, Schlafzimmerfernseher. Ich habe vielleicht noch ein Kinderzimmer, was ich ausstatten möchte. Dann haben wir auch eine Möglichkeit, das zu tun. Ja, und das nennt man dann Quad-LNB. Das heißt, hier kannst du bis zu 4 verschiedene Satellitenreceiver bzw. 4 verschiedene Fernsehapparate mit unterschiedlichen Fernsehprogrammen bedienen. Das kommt natürlich häufiger vor. Viele haben auch beispielsweise die Großeltern in einer Einliegerwohnung. Manche teilen sich natürlich auch so eine Satellitenreceiver.
Satellitenschüssel mit dem Nachbarn. Wenn du jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer und im Schlafzimmer einen Fernsehapparat hast und deine Nachbarn auch, kannst du das hier von dieser Schüssel aus zentral in zwei verschiedene Wohnungen verlegen. Im WG-Bereich natürlich auch. Bald geht das nächste Sommersemester los. Da zieht der ein oder andere in eine andere Stadt, in ein WG-Zimmer. Da möchte jeder sein eigenes Fernsehprogramm genießen. Und das können hier bis zu 4 verschiedene Parteien locker mit einer Schüssel bewerkstelligen. Super, oder? Aha, und das bei 161,41 Euro. Das ist natürlich toll, gerade wenn man das durch 2 oder auch durch 4 teilt. Das sind ja dann bei 4 nur etwas über 40 Euro pro Anschluss. Richtig. Und das ist ein Wahnsinnspreis, weil du hast ja eingangs gesagt, beim SAT-Anschluss zahlt man dann nur einmal quasi das Zubehör. Der SAT-Empfang ist dann aber frei. Also wenn man das mal hochrechnet, gerade für die zu Hause vielleicht, die auch noch momentan Kabel schauen, rechnen Sie mal hoch, ab wann sich das für Sie rentiert. Das ist wirklich eine tolle Sache, gerade wenn man hier die Produkte so günstig bekommt, wie bei uns hier zum TV-Sonderpreis. Ich habe gerade extra nochmal geguckt, original empfohlene Verkaufsempfehlung hier vom Preis, vom Hersteller, sind 280 Euro. Immer noch günstig, finde ich, aber im TV-Sonderpreis unschlagbar günstig. Also wer eine Satellitenschüssel braucht, egal ob für den Single, für den Zweiparteienhaushalt oder eben für bis zu 4 verschiedene Fernsehapparate, der sollte hier wirklich zugreifen. Klein, kompakt, tarnbar und vor allen Dingen zu einem Wahnsinnspreis am heutigen Tag natürlich. Ja, 161,41 Euro hier. Die Flachantenne mit dem Quad, also für 4 Anschlüsse, 4 Receiver können Sie da anschließen. Man sieht, wie leicht die auch ist, wie einfach man die auch selber dann montieren kann. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Sie müssen keinen Fachmann kommen lassen, sondern können selber montieren. Montagematerial ist mit dabei. Und das hier für 161,41 Euro. Die Bestellnummer ist hier die PX1385 und die 569. Und wir hatten es gerade angesprochen, wenn man die selber montiert, muss man die ja auch selber ausrichten. Ja. Das ist immer relativ schwierig, denke ich. Also ich kenne es nur so von früher, wenn man dann wirklich so einer stand auf bei der Satellitenschüssel, der andere stand dann unten irgendwo und hat dann immer an der Satellitenschüssel gewackelt und unten hat immer einer geschrien, ja, das Bild ist besser, nee, Ameisen, es krüsselt wieder. Sie kennen das vielleicht. Jetzt ist das Bild perfekt, jetzt nicht mehr atmen, nicht mehr bewegen. Ja? Das brauchen wir heute gar nicht mehr, denn es geht viel einfacher. Der Carsten hat uns da ein tolles Produkt mitgebracht. Einen sogenannten Satellitenfinder, liebe Zuschauer. Natürlich gibt es unterschiedlichste Satelliten. Dieser kann auch wirklich alle zugreifen. Der momentan beste Satellit übrigens mit dem besten Bild und dem besten Ton ist der Astra 19,2 Punkt Ost. Das heißt, du weißt schon mal in etwa, in welche Himmelsrichtung du dich ausrichten musst. Kannst sie natürlich auch mal an den Nachbarn orientieren. Klar, dass du nicht genau in die entgegengesetzte Richtung deine Schüssel postiert, ist klar. Aber hier hast du schon mal einen Kompass mit dabei. Und dann misst natürlich dieser Satellitenfinder die sogenannte Feldstärke des Satellitensignals. Und das wird dir hier digital angezeigt, entweder in Prozent. Du hast aber gleichzeitig auch noch eine akustische Wahrnehmung, sodass du hier wirklich ganz genau und hervorragend ablesen kannst, wann du das beste Signal bekommen kannst. Und das schaltest du ganz einfach zwischen Schüssel und das entsprechende LNB-Kabel. Und schon kannst du die Satellitenschüssel hervorragend ausrichten. Nicht nur beim ersten Mal, auch beispielsweise mal nach einem Frühjahrssturm oder im November, wenn die Herbststürme kommen, dann verschiebt sich so eine Schüssel vielleicht mitunter auch schon mal. Und wenn du dann wieder ein gruseliges Bild hast, kannst du die jederzeit mit diesem kleinen nützlichen Helfer wieder neu einrichten. Oder gerade wenn man mit dem Wohnmobil oder so unterwegs ist, dann musst du ja die Schüssel jedes Mal neu ausrichten. Eben. Da ist so ein kleiner Helfer natürlich das, was sie ganz dringend brauchen. Und das für 21,76 Euro hier. Greifen Sie da gerne zu. PX5437 und die 569. Das spart man so viel Geld, so viel Zeit auch mit, weil man das ruckzuck dann gemacht hat hier mit diesem kleinen Helfer. Schau mal, der kleine Adapter ist natürlich ebenfalls mit dabei, dass du hier ganz einfach etwas flexibler bist. Also Sie brauchen jetzt nicht mehr mit Ihrem Fernsehapparat, mit Ihrem 40 Zöller unterm Arm auf dem Dach rumzuklettern. Das können Sie jetzt ganz komfortabel mit diesem kleinen Satellitenfinder hervorragend ausrichten. Das werden natürlich auch Ihre Nachbarn spitz kriegen. Und ganz ehrlich, also ich glaube, das dauert vielleicht 2-3 Minuten oder was. Dann hat man hier wirklich ein perfektes Bild und einen perfekten Ton und damit einen hervorragenden Satellitenempfang. Hier sehen wir mal, wie es installiert wird. Also es geht wirklich ruckzuck und da sehen wir, es wird dann in Prozent angezeigt, aber auch der akustische Ton, den du gesagt hast, am Anfang einmal mit dem Kompass kurz orientieren, wo man ungefähr hin muss. Und dann hat man hier direkt die Feldstärke angezeigt mit dem akustischen Signal. Eine tolle Sache, PX5437 und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Greifen Sie gerne zu. Aber du hast uns auch passende Receiver mitgebracht und da gibt es himmelweite Unterschiede. Wir haben unseren Pearl TV HD Sat Receiver zu einem Wahnsinnspreis. Ich muss direkt am Anfang sagen,
29,55 €. Das ist der Knaller, Wahnsinn, der absolute Knaller hier bei uns. Klein und kompakt. Schauen Sie sich das mal an. Klein wie eine, oder groß wie eine Männerhand, groß, klein, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ein bisschen kleiner als DIN A5 Größe und das für 25,55 €. Der Pearl TV HD Sat Receiver. Wenn du an anderer Stelle nach einem halbwegs brauchbaren, vernünftigen HD Sat Receiver suchst, fängst du ungefähr bei 60-70 € an. Ich behaupte, wenn du einen vernünftigen haben möchtest, einen von einem Markenhersteller, bist du locker bei ungefähr 120 €. Auch heute noch. Mhm. Ja. Und hier haben wir wirklich für 25,55 € einen Hammerartikel. Der ist perfekt klein ausgestattet, aber bietet Ihnen natürlich die Möglichkeit, alle frei empfangbaren TV-Programme hier reinzukriegen, die frei empfangbaren HD-Programme und natürlich auch die Radioprogramme. Kannst du übrigens auch damit aufnehmen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das Schöne ist, dass wir hier natürlich auch an alle Herrschaften mit unterschiedlichen Fernsehapparaten gedacht haben. Mitunter möchtest du beispielsweise auch im Schlafzimmer mal mit einem alten Röhrenfernseher Satellitenfernsehen genießen. Dann kannst du natürlich hier jederzeit über den SCART-Anschluss das Signal in den Fernseher weitergeben. Hast aber auch hier für den digitalen Empfang Bild und Ton natürlich HDMI als Anschluss. Koaxial als Anschluss, das heißt auch mal für eine schöne Surround-Anlage zum Beispiel, so eine 5.1-Anlage für einen tollen Soundgenuss, für einen Klanggenuss. Und hier die Satelliten-Ein- bzw. Satelliten-Ausgänge, das sind die LNBs ein- und Ausgänge. Eine ganz tolle Angelegenheit, das wirklich an alles gedacht worden. Und ganz ehrlich, größere Geräte, ja, mögen die Damen nicht unbedingt. Ich glaube, dagegen kann man nichts mehr sagen, gegen diese Größe. Nein, oder? Und ich habe gesehen, vorne ist auch noch ein USB-Anschluss. Ja, das Schöne ist, dass du hier also jederzeit also auch einen Media Player hast. Das heißt, du kannst auch mal deine eigenen Fotos, deine eigenen Videos, zum Beispiel vom letzten Urlaub, die du auf einem USB-Stick drauf hast, einfach hier vorne reingeben und unabhängig von Satellitenempfang oder sonst irgendwas auch mal deine eigenen Inhalte wiedergeben. Ganz tolle Geschichte. Auch eine externe Festplatte kannst du andocken mit bis zu 2 TB Speicher. Da passt also wirklich satt und genug viel Film Material drauf. Auf. Hier sehen wir es gerade. Musik, Fotos, Film vom USB dann direkt auf Ihren Fernseher. Das können Sie sich dann anschauen. Also wirklich eine tolle Sache. Greifen Sie da gerne zu. 25,55 € ist der Preis für unseren digitalen Pearl TV HD Sat Receiver PX1369. Und die 569 ist da Ihre Bestellnummer. Ich finde es absolute Spitzenklasse, zumal wir natürlich die Fernbedienung mitliefern und die hat sogar noch den Pearl TV Direktwahlknopf mit drauf. Das heißt, egal ob man Pearl TV auf Position 500 oder 1 gespeichert hat, ein einziger Tastendruck reicht und schon ist man wieder bei Pearl TV im Programm, um sich anzuschauen, was denn da für neue Highlights auf uns warten. Hier beispielsweise mal ZDF Neo im HD-Bereich. Ich habe es extra mal eingeschaltet und jetzt drücke ich mal ganz komfortabel auf den Pearl TV Direktwahlknopf hier an meiner Fernbedienung und schon sind wir wieder auf der Position von Pearl TV angekommen. So einfach kann das gehen und ich frage mich bis heute, warum wir der einzige Fernsehsender sind, der auf diese Idee gekommen ist, oder? Praktisch. Wirklich eine tolle Sache. 25,55 € ist da Ihr Preis. Also der wird gerne genommen, gerade wenn du, wie du gesagt hast, auch mal für einen Zweitfernseher, wenn Sie sich nochmal was zulegen, fürs Kinderzimmer oder. Da können Sie jetzt nochmal einen Receiver wirklich sehr preisgünstig dazu bestellen. Also greifen Sie da gerne zu. Und du hattest vorhin was Wichtiges angesprochen und zwar, dass man diesen Receiver auch zu einem aufnahmefähigen Receiver machen kann. Das heißt, dass ich dann wie diesen Receiver nutzen kann, wie meinen Videorekorder quasi, aber mit moderner Technik dann. Und das mache ich durch einen kleinen USB-Stick, den wir Ihnen heute mit anbieten. Das ist quasi eine 2-in-1-Lösung, die wir Ihnen anbieten. Dieser USB-Stick, klassischer USB-Stick, auch von der Größe, natürlich auch vom Anschluss her, hat per se schon mal 32 GB Speicher. Das heißt, den kannst du auch jederzeit mal als Speichermedium nehmen, für Fotos und für Videos. Beispielsweise auch mal für Musik. Aber hier ist natürlich auch die passende Software drauf, um deinen Pearl TV HD Sat Receiver zu einem digitalen Aufnahmemedium zu machen. Und während das vor einiger Zeit noch etwas umständlicher war von der Umsetzung, gehst du jetzt ganz einfach hin und dockst diesen USB-Stecker ganz einfach hier vorne an den Front-USB-Eingang rein. Alles andere passiert selbsterklärend auf dem großen Bildschirm Ihres Fernsehapparates. Dauert ein paar Sekunden, dann hat man die Software installiert. Und dann kann man natürlich jederzeit entweder manuell oder Timer gesteuert oder über die elektronische Programmzeitschrift sein Lieblingsprogramm jederzeit aufnehmen. Super natürlich auch mal für die Urlaubszeit und dann hat man hier einfach einen digitalen Videorekorder, der Ihnen das Bild oder der Ihnen hier die Aufnahme in Bild und Ton in digitaler Qualität wiedergeben kann. Das alles steckt in so einem kleinen Kameraden drin und ist für so kleines Geld zu haben. 29,90 € ist der Preis mit der Bestellnummer 4935 und der 569 und 9 von 10 Kunden bestellen sich diesen tollen USB-Stick mit
mit der Aufnahmefunktion bzw. der Software für die Aufnahmefunktion direkt mit dazu. Es ist wirklich sinnvoll. Und überleg mal, für einen USB-Stick mit 32 GB zahle ich normalerweise auch schon 30, 40 Euro. Und hier habe ich diese tolle Software mit drauf, um meinen Receiver dann aufnahmefähig zu machen. Also eine klasse Sache. Greifen Sie da gerne zu. PX4935 und die 569. So, jetzt haben wir noch zum Abschluss ein sehr interessantes Kabel, ein sogenanntes HDMI-Kabel. Das brauche ich, um meinen Fernseher mit meinem Receiver zu verbinden, richtig? Wenn du digitales Bild und Ton haben möchtest, speziell im HD-Bereich, dann kommst du um ein HDMI-Kabel nicht drumherum. Jetzt gibt es HDMI-Kabel natürlich wie Sand am Meer im Einzelhandel. Da sind die Preisgefüge und auch die qualitativen Ansprüche definitiv unterschiedlich. Für ein ausgesprochen flexibles, aber dabei sehr robustes Kabel hier mit 2 Meter Länge und dieser tollen Nylon-Ummantelung zahlst du im Fachhandel locker um die 20, 25, mitunter sogar 30 Euro. Wir haben es für 7,51 € im Programm. Flexibel und trotzdem robust. Und auch hier sehr interessant, die vergoldeten Anschlüsse für die bestmögliche Bild- und Tonübertragung, die du haben kannst. Also das ist wirklich Top-Material aus dem Hause Auvisio. Und ich glaube, mit 2 Meter Länge decken wir ungefähr 95% aller Haushalte ab. Das ist reichlich und genug Weg vom Satellitenreceiver zum Fernseher hier. Wer übrigens 1 Meter oder 3 Meter haben möchte, auch 5 Meter zum Beispiel, haben wir auch im Programm. Das aber die klassische Länge mit 2 Metern. No? 7,51 € ist da Ihr Preis. Ist übrigens auch toll geeignet, um zum Beispiel meine Spielekonsole an den Fernseher anzuschließen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Gerade bei 2 Meter Kabel reicht das dann sehr, sehr gut. Normalerweise wird da immer so eine Standardgröße mitgeliefert, 1 Meter oder so. Das reicht immer nicht. Ne? Genau. Ja, ja. 7,51 € ist hier Ihr Preis für dieses Premium-HDMI-Kabel hier bei uns mit den vergoldeten Kontakten. 19-polig kommt es zu Ihnen. Also wirklich Premium-Qualität, auch perfekt abgeschirmt gegen zum Beispiel Smartphones oder so. Das kann ich Ihnen auch sagen. Ich habe es auch selber zu Hause, nämlich ist es wirklich gut. Mit der Bestellnummer PX5250 und der 569 kommt es auch zu Ihnen nach Hause. Da können Sie die Kollegen im Callcenter anrufen unter der 0180 51 51 dreimal die 2 und können bestellen oder auch gerne im Internet unter www.pearl.tv. Da merkt man schon, was mitunter die ein oder andere Firma tatsächlich am Zubehör verdient. So ein Kabel, wie gesagt, 25, 30 Euro an anderer Stelle völlig normal. Schauen Sie unseren Preis mal an, dann wissen Sie, womit unter das Geld hingeht. Jetzt haben wir aber auch noch etwas sehr, sehr Interessantes für die Leute, die ganz gerne auf einem Röhrenfernseher immer noch schauen möchten und das unabhängig von irgendwelchen Kabel- oder Satellitenanschlüssen. Denn also wenn ich zum Beispiel noch einen alten Röhrenfernseher stehen habe und den jetzt mitgenommen habe in meine Gartenlaube oder den in der Garage stehen habe oder so, wo ich keine Möglichkeit habe, irgendeinen Sattkabel oder Kabelfernsehen oder so anzuschließen, dann kann ich dieses Gerät verwenden. Richtig, da geht es nämlich um DVB-T. Das ist unser kleiner DVB-T-Receiver für das Überallfernsehen, für das terrestrische Fernsehen und das jetzt eben speziell für die SCART-Anschlüsse, das heißt die etwas älteren Röhrengeräte, haben natürlich jetzt hier den HDMI-Anschluss wie die modernen Flachbildschirme nicht hinten dran, sondern eben den klassischen SCART-Anschluss. Und dann haben wir natürlich jetzt hier die Möglichkeit, jederzeit hervorragendes Programm zu genießen. Wir zeigen mal ganz kurz, wie es dran gesetzt wird. Natürlich wird der Receiver hier, der Empfänger, auch mit Fernbedienung geliefert. Deswegen ist ein Infrarotverstärker natürlich ebenfalls mit dabei, den man sehr komfortabel und dezent unterm Fernseher platzieren kann. Das also auch das Signal von der Fernbedienung oder wie hier am oberen Teil des Fernsehers, damit das Signal entsprechend auch von der Fernbedienung weitergegeben wird. Und dann empfängst du hier frei empfangbare digitale TV-Programme und natürlich auch die Radioprogramme und das eben über DVB-T. Zu Recht nennt man das Überallfernsehen. Funktioniert dann wirklich für jeden Fernseher, egal wo Sie den stehen haben. Also eine tolle Sache. Das kleine Teil ist der Receiver quasi. Also das ist ganz, ganz toll. Kleine Technik hier auch zum kleinen Preis. 19,90 Euro bei uns heute hier. Und das schafft wirklich Abhilfe bei so einem Problem. Gerade wenn man so einen alten Fernseher noch irgendwo stehen hat. Irgendwie vielleicht auch im Kinderzimmer, im Gästezimmer irgendwo. Ja. Und man möchte den da ein schönes Bild drauf zaubern, halt viele Programme haben. Dann ist das natürlich perfekt. Du, wir haben also auch noch unseren etwas älteren Röhrenfernseher im Schlafzimmer, der funktioniert immer noch ganz hervorragend. Klar ist die Bildqualität nicht so gut wie bei einem LCD oder bei einem Plasmabildschirm im Wohnzimmer, okay. Aber wenn man jetzt einfach nur mal abends noch mal die Nachrichten schauen möchte oder mal eben kurz noch mal eine Serie zu Ende oder was und dann gemütlich einschlummern, warum soll ich ihn wegschmeißen? Der funktioniert noch ganz hervorragend. Und wenn Sie da jetzt nicht unbedingt mit Satellitenfernsehen oder Kabel anfangen wollen, sondern ganz einfach auf terrestrisches Fernsehen ausweichen möchten, ist das genau die richtige Empfangsmöglichkeit dafür. Mit der PX1126 und der 56
69 können Sie diesen tollen DVB-T-Empfänger für Ihren älteren Fernseher, also mit dem SCART-Anschluss, dann bestellen. 19,90 € hier der Preis. Ist eine tolle Lösung, wenn Sie Ihre alten Fernseher halt noch schön gebrauchen wollen. Ja. Vielen Dank, Carsten, für diese wunderschöne Sendung und Ihnen zu Hause tollen Fernsehempfang. Ja, genießen Sie es und haben Sie ganz viel Freude dabei.